Heimspieltag in der Hansehölle. Der VfL Lübeck-Schwartau lädt ein zum vorosterlichen Beisammensein. Oder anders gesagt, der Tabellendritte der zweiten Bundesliga gegen den 17. der EHV Aue ist zu Gast. Und was das bedeutet, musste der VfL in der letzten Woche in Eisenach schon erfahren. Abstiegskampf heißt Kampf um jedes Tor. Der VfL von rechts nach links ohne den kränkelnden Sebastian Damm und ohne Ideen, die aggressive 5-1-Abwehr von Aue zu knacken. Wenn, dann mit der Brechstange aus dem Unterholz. Pavel Genda zum 2:2. Doch Aue spielt schnell, überlegt und effizient. Dumtsurs hat da mehr Platz als gewohnt. Von Beginn an hechelt der VfL hier einem Rückstand hinterher. Torge Greve hat vor dem Spiel noch eindringlich gemacht. Hier geht es um Kampf. Doch mit dem Beginn kann er nicht zufrieden sein. Aue muss sich überhaupt nicht anstrengen, um Lücken zu finden. Klockmann hält den ersten, doch der zweite folgt sogleich. Nach 10 Minuten steht es für die Gäste 5:3. Und weiter geht's, nur in eine Richtung. So schnell ist ein Handballfeld sonst kaum zu überbrücken. Und Greve muss schon schnell die Auszeit nehmen. 4:7 steht es, da sind erst 13 Minuten rum. Schon das Hinspiel war eng und knapp, da hat der VfL nur mit einem gewonnen. Apropos Brechstange, Waschul ist es. Um wenigstens mal überhaupt einen Fuß hier in die Tür zu bekommen, der verkürzt. Toller Pass vorher von Port Polinski und der macht auch den nächsten Treffer. Aber dann diese Szene hier, wir sehen es beim Zurücklaufen. Er muss schon aufs Jubeln verzichten und fasst sich ans Knie. Und dann geht es nicht mehr. Nach 20 Minuten ist Schluss für Port Polinski, der sich da mehr wehgetan hat, als es zunächst aussah. So wird der Rest des Spiels ohne ihn ausgetragen. Aue macht munter weiter, spielt überhaupt nicht wie ein Abstiegskandidat. Petraikis zum 9:11, jetzt ist Malwitz im Tor für Klockmann. Aber was ist vorne los mit den Schwartauern? Was für ein Pass von Klaasen! Aber es soll nicht sein, bislang. Eine Einzelaktion ist es, die den VfL im Spiel hält. Ackermann zum 12:14. Das ist der Halbzeitstand. Nur 2 Tore Rückstand. Man sieht es eindeutig, Aue steckt im Abstiegskampf und die fighten ohne Ende. Die packen in der Abwehr gut zu, die haben sich gut vorbereitet auf uns. Man kann von Glück sagen, dass wir nur mit 2 hinten sind. Und was leider auch der Fall ist, im Angriff finden wir auch keine Lösung. Da rennen wir uns zu oft fest, da ist kein Tempo drin. Dann vergeben wir noch einen 7 Meter vom Kreis, noch einen freien, einen Gegenstoß. Ja, und dann liegst du halt hinten zur Pause. Jetzt hat sich Potte leider noch verletzt. Da muss man mal gucken, was da passiert. Das sah auch nicht gut aus. Von weißt daher, du schon genaueres? Ja, ich habe eben mit dem Doc gesprochen und er hat gesagt, die Kniescheibe war wohl kurz draußen, ist aber wieder drin. Und mit ganz viel Glück ist das nur einmal ein bisschen Schmerz und dann ist er bald wieder da. Rein, raus. Das gilt nicht nur für die Kniescheibe von Port Polinski, sondern auch für das emotionale Achterbahnfahren an diesem Tag. Aufgezogen von Klaasen und Ackermann im Duett wird der VfL zielstrebiger. Eben das Spiel von Pavel Genda gesehen, dem Rückraumshooter, und dann von rechts Brun wieder. Vorher der tolle Pass von Klaasen. So, und da ist er. Der Ausgleich von Brun, 15:15. 35 Minuten rum, doch völlig überraschend der Bruch. Aue zeigt, wie man schnell und ansehnlich kombiniert. Kevin Roch bringt Aue wieder in Führung. Und jetzt gibt es einen 5:0-Lauf der Gäste. Plötzlich steht es 16:20. Die Hansehölle ist still wie lange nicht. Was ist denn hier los? Hat jemand was von Brechstange gesagt? Da ist sie schon wieder und trägt jetzt den Namen Antonio Metzner. Start der Aufholjagd. Wieder ein Sensationspass. So mit der Zunge schnalzen von Klaasen. Finn Ranke vergibt. Da steht Erik Töpfer im Weg und dann Aufregung. Das Spiel heizt sich mehr und mehr auf. Wenig Verständnis der Zuschauer hierfür, dass es keine Bestrafung gibt für dieses Foul an Glabisch. Und das sorgt für aufgehitzte Gemüter in der Schlussphase. Wir werden es gleich sehen. Zack! Nächste Aktion. Ballgewinn von Ranke. Klaasen sieht, oben ist viel Platz. Und Thees Glabisch bringt den VfL wieder in Reichweite. Und jetzt geht es viel schneller. Und auch Finn Ranke macht es jetzt besser. Klasse Tor. Die Halle steht Kopf.
Und nicht nur die Halle steht, Metzner steht in der Luft. Da ist er, der Ausgleich. Und wenn wir schon von Stehen reden, auch die Abwehr tut das jetzt und dann geht's schnell. Und Brun auf dem Weg hinein ins Glück. Führung für den VfL. Da sind es noch 9 Minuten, aber der VfL spielt jetzt taktisch und spielerisch klug. Ein Wort noch zu Tees Glabisch auf links außen. Antriebsschnell, flink und torgefährlich. Eine starke zweite Hälfte auch von ihm. So gewinnt der VfL am Ende mit 28 zu 24. Eine starke Schlussviertelstunde bringt die beiden Punkte. Es war ein harter Kampf, ja. Aber jetzt sieht man, auch solche Spiele kann der VfL gewinnen. Stimmen zum Spiel zum Beispiel von Antonio Metzner, der ja im zweiten Durchgang plötzlich seine Torjägerqualitäten gefunden hat. Ich finde, das war überhaupt nicht mein Eindruck. Also klar, die zweite Halbzeit vielleicht dann, als ich reingekommen bin. Aber die erste Halbzeit, das war ja gut. Wer das gesehen hat, der... Das spricht für sich, ne? Ich habe da jeden Ball, ich habe den ersten Ball verdattelt, den zweiten Ball habe ich wieder ausgeglichen, ne? Also den zweiten Wurf habe ich reingemacht, aber danach war bei mir Vollkatastrophe, ich weiß auch nicht, was los war. Ja, also dass wir eine tolle erste Halbzeit gespielt haben, denke ich, haben auch die Zuschauer hier gesehen, haben es auch honoriert und das ist auch der Anspruch, den wir uns hier vorgenommen haben. Wir wissen, Tabellenplatz 3 und Platz 17 trennt zwar eine Welt, aber auf dem Spielfeld, denke ich, ist eine harte Nuss und das haben wir gesehen. Die Niederlage dann am Ende, ja, fehlt uns wahrscheinlich etwas die Körner im Angriff, um die Tore dann wirklich zu machen, um keine Fehler zu machen. Und dann hat Schwartau natürlich ihre bombenstarke erste Welle rausgeholt und uns damit quasi dann einen Deckel draufgesetzt. Wie geht's jetzt für euch weiter nach Ostern? Ihr steht unten drin. Wie könnt ihr euch da raus, ja, retten? Ja, wir sind es ja seit den Jahren in Aue gewohnt, da unten zu spielen. Es gibt viele Spieler bei uns, die das können. Und dann haben wir 2 Wochen gute Vorbereitung auf Bietigheim und das waren immer tolle Spiele, vor allem in Aue. Und da kommt auch Bietigheim nicht gern zu uns und dann kommen quasi die ganzen direkten Konkurrenten. Ja. Das war schon in der Hinrunde so, dass wir diese Phase gegen die Top-Mannschaft nicht so gut aussahen, nicht so viel punkten konnten, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber jetzt die Rückrunde und da sind wir heiß drauf und da kommen die Big Points, die wir holen wollen. Torge hat so gesagt, im ersten Durchgang sei es ein bisschen... seelenlos, emotionslos bei euch gewesen. Kann das sein? Ja, ich weiß es auch nicht. Also ja, klar, ich war komplett mit mir beschäftigt, ehrlich gesagt. Ich glaube, jeder war dann irgendwie mit sich selbst beschäftigt, was eigentlich für uns gar nicht so üblich ist. Also normalerweise treten wir als Team auf und sind emotional voll dabei. Ist es vielleicht dann auch der Kopf so ein bisschen, der einen... Bei mir war es auch definitiv der Kopf. Ich kann nicht für die anderen sprechen, aber ich glaube halt, wir sind alle froh, dass wir das Spiel gewonnen haben und jetzt in die Osterpause kurz gehen. Also, ja genau, in die Osterpause gehen. Und das war halt noch ein krönender Abschluss, ne? Wird einem da so ein Streich auch gespielt? Darf natürlich nicht passieren, aber so, dass man sagt, Mensch, wir sind Dritter, die sind 17. Was soll eigentlich schiefgehen? Auf gar keinen Fall. Also, wir gucken schon, dass wir in jedes Spiel reingehen. Also, wir probieren, in jedes Spiel reinzugehen, als wäre es Erster gegen Dritter oder Zweiter gegen Dritter. Oder also, ich vor allem, also ich kann wirklich nur für mich sprechen. Ich kann auch sagen, dass die anderen, kann ich so ein bisschen vermuten. Wir spielen jedes Spiel, als ging es um irgendwas. Und das geht ja auch im Prinzip, wenn man Dritter ist, um alles. Ein sehr selbstkritischer Antonio Metzner. Vielen, vielen Dank. Und am Ende im zweiten Durchgang dann doch einer auch mit Torjägerqualität. Ja, ja, also das war Balsam für die Seele, ja. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Dankeschön. Viel Erfolg, schöne Ostern. Gleichfalls, ne? Das war Radio vom aus Lübeck.